Hallo und herzlich willkommen zurück zu WWE 13. Jetzt kam ja wirklich länger kein Video. Ich habe jetzt noch, deswegen ist das jetzt, muss ich jetzt kurz erklären. Das letzte Video, was ihr hattet, bevor ich jetzt hier aufnehme, war SmackDown Part 83, der epische Kampf. Danach wird jetzt noch Raw folgen, das wird jetzt wahrscheinlich gestern gekommen sein. Heute nehme ich jetzt neu auf. Ich konnte in der letzten Woche wirklich, also in dieser Woche jetzt, heute haben wir, wenn ich aufnehme, Samstag, das letzte Video kam am Montag, ich konnte nichts hochladen. Es tut mir leid, ich hatte versucht, es zu machen, aber ich konnte nichts rendern. Bestimmt bei euch zu Hause war auch die irre Hitze und bei mir zu Hause hätte ich da gerendert, hätte der Computer die Kernschmelze eingeleitet und das war mir echt zu gefährlich. Mir ist der PC nämlich einmal abgerauscht am Montag, als ich hier gerendert habe. Das ist dann sowieso schon eine Belastung für den, dann rauscht der wie so eine Flugzeugturbine und auf einmal ging der einfach aus und dann habe ich mir gedacht, ach, wartest du lieber, bis kühler wird. Das werden sie wohl verstehen, das müssen sie verstehen. Tut mir leid, ich wollte ja auch was machen, aber deswegen werden wir jetzt WWE wieder ein bisschen häufiger machen, denn ich habe natürlich wieder Pläne. Und die werde ich jetzt kurz erläutern. Wir sind jetzt bei Breakdown, Part 84. Das bedeutet, SmackDown ist Part 85. SmackDown war Part 83, dann ist Raw 84, Breakdown 85. Bin ich jetzt blöd? Lucarano ist gerade blöd und muss gerade seine eigenen Pläne überdenken. SmackDown war 83, dann ist Raw 84, Breakdown 85, SmackDown 86. Das heißt, dann kommt wieder Raw 87, Breakdown 88, SmackDown 89. Ja, jetzt funktioniert's. Dann sind wir bei Vengeance, da haben wir 6 Parts. Part 90, 91, 92, 93, 94 und 95. Dann haben wir noch eine Woche Raw. Part 96, Breakdown 97. Ich habe mich irgendwo verzählt. Ich weiß es nicht, ich muss gleich nochmal gucken. Je nachdem, also ich habe eben so gerechnet, dass ich die Draft doch nicht direkt nach Vengeance bei Raw mache, sondern doch eine Woche später. Das würde bedeuten, die Monday Night Raw Draft würde natürlich bei Raw stattfinden und Part 100 beinhalten. Dachte ich mir, würde doch gut passen, wenn das so hinhauen würde. Muss ich nachher nochmal nachrechnen. Auf jeden Fall habe ich da die Ideen zu stehen, werde ich gleich im Match zu kommen. Wir kommen aber jetzt erstmal zu Breakdown. Match Nummer 1. Tag Team Match. Ganz interessant. Triple H jetzt auch mal in Action und Shane McMahon gegen Edge und Christian. Und Triple H und besiegt Edge. Okay, vielleicht haben wir da ein neues Team. Werden wir sehen in den nächsten Wochen. Match Nummer 2. Big Bossman gegen den ehemaligen Champion Chris Jericho. Gewinnt Jericho. Brock Lesnar gegen den Godfather in einem Steel Cage Match. Naja, was das zu bedeuten hat. Vielleicht will Brock Lesnar sich wieder ins Main Event hochkämpfen. Aber er verliert. Er verliert gegen den Godfather. Oh Mann. Match Nummer 4. The Rock and Sock Connection. Rock and Mankind gegen Hawk and Animal. The Rock pinned Animal. Ja, das ist doch mal eine Ansage. Und dann kommen wir jetzt zum Main Event, was wir uns angucken werden. Ken Shamrock gegen den Undertaker. Das wurde mir jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal in 2 Wochen angegeben. Werden wir uns ansehen. Ken Shamrock, mit dem hatten wir ja schon so eine Mini-Fehde gegen den Undertaker, den wir ja noch nicht in Action gesehen haben. So, dann komme ich jetzt eben zu meinen Plänen. Also Vengeance steht soweit. Das, was ich mir an Matches überlegt habe, manches habe ich euch gesagt, manches sage ich euch noch nicht. Es wird darauf hinauslaufen, dass das Match wird um den World Heavyweight Champion Gürtel. Mark Henry trifft, und ich habe es jetzt selbst entschieden, auf den Returner. Big Show oder andere kriegen bestimmt auch noch ihre Chance, aber bei Vengeance wird es ein Einzelmatch geben gegen den Returner. So, und dann sind wir dann mit Vengeance, wenn wir dann fertig sind, kommt Raw. Da werde ich dann noch nicht die Draft machen, sondern eine Woche warten, wie gesagt, um es bei Part 100 stattfinden lassen zu können. Und das heißt dann, bei der Monday Night Raw Ausgabe werden wir weiter wie immer 5 Matches haben. Ich werde alle Matches wie Main Events aufnehmen, aber werde es dann zusammenschneiden. Ich werde euch immer, also immer Matches zeigen von Raw gegen SmackDown Superstars, manchmal Tag Team Matches, manchmal Einzelmatches, wie auch immer. Es wird immer um ein Ticket gehen, um ein Los quasi, also dass immer, wenn zum Beispiel ein Raw Superstar gewinnt, einer von SmackDown zu Raw kommt. Bis auf das Main Event, da werden 2 Tickets auf dem Spiel stehen. Hab das schon mir alles auf dem College Block schön vorgeplant. Das wird gut werden. So, und jetzt muss ich hier gerade einen Stopp machen, weil das ist der Undertaker. Da muss man ja mal ein bisschen Ehrfurcht für zeigen, für den Undertaker. War ja bisher noch nicht bei uns im Universe-Modus dabei. Und dieser Gongschlag ist natürlich episch. Ich hoffe, er wird nochmal ein bisschen aktiver in der WWE.
Würde ich echt feiern. Vielleicht kommt er zurück und zerstört den Shield. Das fände ich mal richtig geil. Da ist er. Aus dem Death Valley, der heißeste Ort der Welt, wer es nicht wusste. Ja, der sieht doch schon jetzt so aus, als würde er genau wissen. Ken Shamrock, gleich kassierst du den Tombstone. So, und jetzt hake ich wieder bei meiner Idee ein. Dann werden wir halt 5 Matches haben. Ich werde die alle normal aufnehmen. Aber ich werde sie nicht alle, also am Stück, ganz... Und da kommt Kane. Da kommt Kane, der Bruder vom Undertaker. Ja, wenn sonst nichts ist. Der Champion, WWE, Undisputed Champion, Ken Shamrock... Ach, Ken, jetzt bin ich schon voll von der Rolle. Kane sitzt auf einmal am Ring. Ja, gut. Das ist natürlich auch mal eine Wendung. Gut, dann sage ich jetzt noch eben das, was ich sagen wollte. Wir haben, wie gesagt, 5 Matches. Ich werde die zusammenschneiden. Ich werde euch immer so die letzten, da es 5 Matches sind und das Video so... 25 Minuten werden darf, werde ich immer so die letzten 6-7 Minuten nehmen. Sagen wir mal so, um den Dreh. Das heißt... Ne, das war viel zu viel. Wir haben 5 Matches, 25 Minuten. Also immer so die letzten, sagen wir mal, die letzten 4 bis 5 Minuten. Die werde ich euch aus dem Match immer zeigen. Natürlich werde ich dann nicht vorher spoilern, wer gewinnt. Das ist quasi wie, als würdet ihr so mitten im Match einsteigen und dann gucken, wer gewinnt. Quasi, als würden wir 5-mal ein Main Event sehen. So ab dem Ende des Matches. Ich habe mir das schon ganz gut überlegt, wenn das so klappt. Ich werde das auch mal ausprobieren in einem anderen PSN-Account, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und dann wird nach dem Match natürlich noch diese Draft-Animation gezeigt werden. Und dann werdet ihr sehen, wer in das jeweilige Lager wechselt. Also ich hoffe, das funktioniert so. Wird dann ganz geil, wird dann so ein Video von circa, ja, ich schätze mal 20 bis 30 Minuten Länge, weil ich hatte erst vor zu simulieren und euch dann zu zeigen, wer gedraftet ist. Aber das fand ich dann wirklich blöd. Ich fand... Das ist ein Abend, da muss man jedes, zumindest die Highlights, das Ende zeigen, wie es zu der Entscheidung kam. Sonst geht es nicht. Das ist eine Draft, das ist was Besonderes, das muss so sein. Ja, und dann werden wir halt in Part 100 diese Lotterie haben. Und da werden wir dann halt gucken, wer wohin wechselt. Und ich habe schon gesagt, das habe ich, glaube ich, auch in einem anderen Video schon gesagt, ich werde, theoretisch, könnte man ja jetzt sagen, es kann, könnte ja passieren, theoretisch, dass, sagen wir mal, Raw alle 5 Matches gewinnt. Das würde heißen, die würden 4-mal ein Einzelticket gewinnen und einmal das Doppelte, also 6 Superstars von SmackDown würden zu Raw gehen. Das würde heißen, der Roster von SmackDown würde schrumpfen und der von Raw würde explodieren quasi. Dann werde ich, wenn das so stattfinden sollte, werde ich noch dieses kleine, was es ja auch in der wirklichen WWE gibt, diese, wie heißt das, da gibt es auch immer noch so eine Lotterie nach der Lotterie, die nicht im Fernsehen ausgestrahlt wird, die dann einfach auf WWE.com zu sehen ist, wer noch wohin gewechselt ist, wo meistens die kleineren Superstars wechseln. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Mir fällt gerade nur nicht das Fachwort dafür ein. Ah, wie hieß das denn? Supplemental Draft? Hieß das so vielleicht? Ich weiß es nicht, wie auch immer. Ist ja nicht so schlimm. Und dann werde ich das halt machen. Also gegebenenfalls, es wird so eine einseitige Sache für eine Show, sonst nicht. Da kann, natürlich wird es passieren, es sind 6 Tickets, die gewonnen werden können. Da können natürlich auch ein 3-3 dabei rauskommen. Das wäre natürlich der Idealfall. Aber wir werden sehen, was passiert. Dann kommen wir jetzt mal hier zu diesem Match. Undertaker gegen Ken Shamrock. Ja, anscheinend ist Undertaker sowas wie der Number One Contender auf den Titel von Kane. Sonst würde Kane ja jetzt hier nicht sitzen. Ich glaube nämlich nicht, dass der hier ist, nur um seinen Bruder zu unterstützen. An der Stelle kann ich mich ja jetzt nochmal eben entschuldigen, dass jetzt halt, wie gesagt, länger kein Video kam. Ging einfach nicht. Hier war sowieso schon Hitze im Zimmer, weil ich halt zum Teil was versucht habe für den Universe-Modus. Deswegen war PC an, ich musste einiges für die Schule lernen, hatte also auch nicht viel Zeit. Also ich hätte Zeit gehabt zum Rendern, natürlich, weil das ja nebenbei gemacht werden kann. Aber dann wäre hier wirklich, glaube ich, der Atompilz, die Kernschmelze eingetreten und da hatte ich ja wirklich keinen Bock drauf. Aber jetzt kommt es ja wieder, jetzt ist es ja nicht mehr so warm, jetzt kann ich mal wieder rendern. Schöner Schlag von Ken Shamrock beim Undertaker in den Rücken, aber wir wissen, der Undertaker ist eine Bestie. Und ich gehe davon aus, dass er dieses Match auch gewinnen wird gegen Ken Shamrock und dann, wie gesagt, bei Vengeance vielleicht auf Kane trifft. Ich weiß es nicht, wir werden es ja dann sehen. Wäre natürlich auch ein geiles Match. Und ich bin immer noch gespannt, wen uns die WWE gibt als Gegner für Lucarano, weil, wie gesagt, es wird jemand, der noch nicht im Universe-Modus zu sehen war und quasi seine Rückkehr feiert. Ich bin mal gespannt, wer es ist. Und dann werden wir sehen, ob wir uns gegen den behaupten können. Und nochmal jetzt eben zur Erklärung. Wir hatten ja bei SummerSlam eigentlich das Match CM Punk gegen Ryback. Um jetzt doch mal ein bisschen mehr zu erklären. Ich habe da jetzt länger nicht aufgenommen, nur mal um alle Fäden und alles nochmal in die Köpfe zurückzurufen. Gegen CM Punk, Ryback. Und da wurde ja, wie gesagt, Ryback quasi
gegen Jeff Hardy nachher gelost. Also quasi musste er gegen ihn antreten, weil er CM Punk angegriffen wurde. Und wir wissen ja immer noch nicht, was es damit auf sich hat. Deswegen wird CM Punk zurückkehren zu Raw. Und zwar in der nächsten Raw-Ausgabe. Da wird CM Punk wieder da sein. Kann ich also hiermit schon mal ankündigen. Was passieren wird, weiß ich nicht. Ob das jetzt wirklich Jeff Hardy war, der CM Punk angegriffen hat, ich weiß es nicht. Jeff Hardy haben wir ja seit dem SummerSlam auch nicht mehr gesehen dann. Also wir werden es sehen. Ja, und sonst sind ja eigentlich alle Matches soweit schon, also nicht, sind noch nicht alle, aber es kristallisiert sich ja raus, was bei Vengeance so passieren wird. Vengeance, wie gesagt, ein Pay-Per-View ohne Gimmick, also da werde ich keine Hell in a Cell Matches oder so einbauen. Das kommt ja dann im nächsten Monat, der Pay-Per-View Hell in a Cell. Also das wird ja ganz klasse werden, das weiß ich jetzt schon. So, schöne Aktion von Ken Shamrock. Der muss natürlich, vielleicht hat er wirklich eine Chance gegen den Undertaker. Ich glaube es zwar nicht, aber er kann es ja mal versuchen. Gegen uns hatte er ja damals keine Chance in der Fehde. Da haben wir ihn ja, glaube ich, dreimal besiegt. Da wollte er uns ja auch unter anderem mal angreifen. Da waren wir ja auch schneller im Köpfchen als er und haben ihn dann aus dem Ring katapultiert und. Ja, und Kane, der sitzt da ganz friedlich. Das wäre natürlich ein Duell bei Vengeance. Kane gegen den Undertaker. Das wäre natürlich der Hammer. Und ich werde nach der Draft wahrscheinlich, nach der Draft werde ich, was wollte ich jetzt sagen? Genau, werde ich kontrollieren, wer denn überhaupt noch aktiv dabei sind. Dann werde ich unter dem Video, also nach der Draft, wahrscheinlich werde ich das bei Breakdown machen, weil das generell so der die Shows, wo weniger Kommentare sind. Da werde ich alle auffordern zu schreiben, dass sie aktiv, also sie müssen aktiv in die Kommentare schreiben, wer nach einer Woche, ich gebe euch eine Woche Zeit bis zur nächsten Breakdown-Ausgabe, nicht sich gemeldet hat unter diesem Video. Auch bitte nur einen Kommentar schreiben. Wir können dieses Video einfach nutzen, um quasi das zu testen. Jetzt bitte nicht dann 10-mal schreiben, ja, ich kenne Shamrock, bin da, wo seid ihr alle? Ich will einfach nur einmal lesen. Zum Beispiel, was mir jetzt schnell einfällt, Killerboy, Big Show. Reicht mir. Das reicht mir schon. Mehr brauche ich da nicht. Können natürlich auch was über das Video schreiben, nur halt nicht bitte so, wie er sonst abgeht. Das finde ich ja geil, nur unter diesem Video wäre das dann ein bisschen problematisch und zeitaufwendig. So, und Taker jetzt mit dem Elbow durch den Kommentatorentisch. Ja, der zeigt Kane natürlich eindeutig, was er von ihm hält. Ja, Kane muss jetzt stehen und Kane, ja, der hat jetzt keinen Sitzplatz mehr und verzieht sich, hat keinen Bock mehr. Vielleicht jetzt auch ein bisschen beeindruckt vom Undertaker und will vielleicht jetzt auch nicht so ganz in der Nähe vom Undertaker sein. So, also wie gesagt, dann werde ich das kontrollieren und die Leute, die sich in einer Woche nicht melden, werden einfach aus dem Beschreibungsbereich rausgelöscht. Dann sind die Superstars wieder frei, weil es wollen ja immer wieder welche mitmachen und die können nicht, weil alle voll sind. Aber dann werden auf jeden Fall viele raus sein. Ich weiß jetzt schon, dass da locker 10 Leute mindestens weggestrichen werden. So, Ken Shamrock kontert den Taker aus und zeigt jetzt diesen Sleeper Hold gegen den Undertaker. Muss der Undertaker abklopfen? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Nein, Undertaker kommt raus. Ja, kann sich befreien von der Klette. Und jetzt soll es den Tombstone geben. Ja, das ist natürlich eine Kombi vom Undertaker. Sich erst aus dem Submission Hold befreien und dann doch Chokeslam. Chokeslam vom Undertaker gegen Ken Shamrock. Und das kann es natürlich sein. Cover One. Du bist eins. Du bist eins, Ken Shamrock. Lässt sich hier nicht vom Undertaker unten halten. Natürlich. Der will hier nicht verlieren. Natürlich ein Sieg von Ken Shamrock könnte auch für ihn ein Titelmatch bedeuten. Das werden wir ja dann sehen. Also wie gesagt, ich habe alles erklärt, was jetzt in der Zukunft ansteht. Und dann haben wir, wie gesagt, Vengeance hoffentlich einen geilen Pay-Per-View. Dann noch eine normale Woche WWE. Dann den Draft. Dann werden ein paar hin und her wechseln. Und dann werde ich gucken, dass... Also dann werde ich euch auf Aktivität überprüfen. Das ist nichts gegen euch, nur ganz einfach, wenn Leute jetzt dazukommen und mitmachen wollen und nicht mitmachen können, weil alle belegt sind und das nur, weil manche hier einmal was geschrieben haben und dann nie mehr wiedergekommen sind. Ich weiß ja, dass ich hier jede Menge Aktive habe, das sehe ich ja in den Kommentaren. Wie gesagt, bestes Beispiel ist Smeargle, Killerboy, Johnny Best in the World. Ja, mir fallen jetzt noch, glaube ich, gleich, wenn ich in die Kommentare gucke, sehe ich noch mehr. Mir fallen jetzt noch nicht mehr alle ein. Sind ja wirklich viele. Unter einem dem neuesten Video waren jetzt, glaube ich, wieder 50 Kommentare oder so. Das ist natürlich der Hammer. Und jetzt Undertaker mit dem Kernel Clutch. Aber wieder ins Seil gegriffen von Ken Shamrock. So, dann gucken wir doch jetzt mal. Wir gehen nämlich dem Ende entgegen. Ken Shamrock hatte den Sleepout schon. Der Undertaker hat das bestimmt auch nicht ganz spurenlos weggesteckt. Aber natürlich der Chokeslam bei Ken Shamrock, der war natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen zerstörender.
Ja, schöne Aktion. Der Undertaker muss aufpassen. Der muss seinen Tombstone vielleicht wirklich mal zeigen, damit er das Ding hier für sich entscheiden kann. Weil die Arme wurden jetzt doch schon häufiger angegriffen. Oh, Undertaker, habt ihr das gesehen? Da bricht das Feuer quasi in ihm aus. Und das kennen wir, Oldschool Wrestling. Der Deadman geht aufs oberste Seil. Zeit für Deadman Walking. Und da kommt Deadman Walking. Und jetzt soll's da sein. Typische Geste, Rest in Peace, mein Freund. Und jetzt dreht er ihn um. Ansatz zum Tombstone. Und das ist die Entscheidung. Das ist es. Tombstone Piledriver. Kreuzt noch die Arme. Zunge raus. 1, 2, 3. Rest in Peace, Ken Shamrock. Undertaker gewinnt. Nicht überraschend. Habe ich eigentlich mit gerechnet. Da steht er. Der Deadman. Das ist doch mal was. Also das Beast trifft dann wahrscheinlich bei Vengeance auf Kane, auf seinen Bruder, um den WWE Undisputed Champion Titel. Das ist natürlich der richtig krasse Hammer. Ja, guckt es euch an, ey, der Deadman, ey, der strotzt vor Kraft. Und Kane muss wirklich Angst um seinen Titel haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video quasi. Wieder der Beginn einer videoreichen Zeit. Ihr kriegt jetzt wieder Videos. Ich hoffe, das freut euch. Hoffe, das Match hat euch gefallen. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Hab euch so ein bisschen was erklärt, was ansteht, was ich so alles vorhabe. Wir sehen uns. Hell yeah.